Im Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. 1901. Ja, hallo, herzlich willkommen zum VfR TV. Trotz des engen Terminplans nimmt sich natürlich unser Coach wieder Zeit für ein paar Fragen. Grüß dich, Daniel, hallo. Hallo, Matthias. Daniel, bevor wir aufs Spiel von Dachau gehen und einen kleinen Blick auf Bogen schieben, haben wir ein, zwei Fragen von Fans. Die eine wäre, wann können wir damit rechnen, diesen attraktiven Fußball wie in der Regionalliga, diesen Offensivfußball, viele Chancen, wann können wir damit rechnen, dass uns das in der Bayernliga Süd erwartet? Ich hoffe, so schnell wie möglich. Ich glaube, das Spiel gegen Dachau ist schon ein besonderes gewesen. Wir mussten erstmal wieder in der Liga ankommen, einige Spieler sind sicherlich noch nicht so frisch im Kopf und auch von den Füßen her, wie wir uns das erhofft haben. Aber es ist trotzdem keine Ausrede. Deswegen, wir arbeiten daran, dass wir da vernünftig unser Spiel wieder zusammenkriegen. Ich glaube auch, dass sich einige Spieler jetzt, die auch schon länger im Kader sind, jetzt schnell wieder regenerieren und auch die nötige Wettkampf Härte wieder kriegen, um erfolgreich zu sein. Ist natürlich ein Zusammenspiel mit den neuen Spielern und das muss, glaube ich, muss erstmal eins ins andere passen. Und da war die Vorbereitung ein bisschen kurz für. Da du die Neuen gerade ansprichst, die zweite Frage zielt auf die Neuen. Wie weit sind die schon in das taktische oder in das Spielsystem allgemein schon eingebunden und wann rechnest du ungefähr, dass sie komplett alles verstanden haben und so umsetzen, wie du es haben möchtest? Also mal das Wunschdenken eines Trainers, dass alles so umgesetzt wird, wie man es haben möchte. Ich glaube, wir waren eigentlich in der Vorbereitung, was die Neuen angeht, auf einem guten Weg. Sind jetzt ein bisschen sicherlich ins Wanken geraten, weil auch gerade neue Spieler auch im ersten Spiel auch Fehler gemacht haben. Aber man darf den Jungs nicht zu früh zeigen, dass das nicht das ist, was wir wollen, sondern man muss ihnen weiterhin Mut zusprechen, dass sie auch ihr Spiel durchziehen. Aus Fehlern lernt man ja auch. Ja, natürlich. Und ich meine, wir können nicht jeden verbiegen in unser System. Wir waren defensiv auch nicht so erfolgreich in der Regionalliga. Offensiv haben wir schönen Fußball gespielt, aber haben auch zu wenig Tore gemacht. Jetzt gerade Stefan Prunic müssen wir halt ersetzen. Jetzt ist ja nicht böse, dass der Sebastian Leubel sich einen Fuß gebrochen hat im Bayern-Spiel. Und ja, das macht das Ganze nicht einfacher. Und hier müssen wir halt aufpassen, dass wir da einfach schnell einen guten Rhythmus alle zusammenkriegen. Ich sehe viele neue gut, aber noch nicht 100% angekommen. Okay, dann würde ich jetzt ganz kurz aufs Dachau-Spiel kommen. Kannst du jetzt, ist ja ein, zwei Tage vergangen, jetzt hast du nochmal drüber geschlafen. Wie hast du das Spiel jetzt gesehen? War es so, wie du es sehen wolltest oder wie du es erwartet hast? Oder war es komplett eigentlich anders, wie du es vorgestellt hast? Ich habe schon ein bisschen Bauchweh gehabt vorher, muss ich ehrlich sagen, vor dem Spiel. Aber ich war trotzdem, habe gedacht, wenn das eine Rädchen in das andere greift, dann kann es auch positiv werden. Und ich habe gehofft, dass wir die Spannung kriegen, die wir brauchen. Leider ist halt der erste Fehler im Spiel, hat das Spiel entschieden. Hat uns wirklich runtergezogen und in ein altes Muster gebracht. Und es war keiner, der dementsprechend sich aufbäumen konnte. Mhm. Mit dem Doppelschlag war es halt doppelt schwierig, das hinzubekommen. Ich glaube, zweite Halbzeit waren sicherlich Dinge dabei, auf die man aufbauen kann. Aber Dachau war an dem Tag einfach eine Nummer zu stark. Ich glaube, dass sie auch unterschätzt werden. Sie haben eine Top-Mannschaft dort zusammen, vor allen Dingen auf die ersten 12, 13. Und die waren sicherlich ein sehr, sehr schwerer erster Gegner. Waren sie vielleicht einfach kämpferisch ein bisschen besser eingestellt als unsere noch? Oder wie kann man es ausdrücken? Ja, ein Spiel bei 30 Grad ist was nach Fehlern entschieden wird. Und wir waren, die Fehlerquote an dem Tag war einfach viel, viel zu hoch. Ich glaube, wenn das Spiel mit 0-0 in die Halbzeit geht, was ja möglich gewesen wäre, weil die zwei Fehler, die wir dort am Ende vor der Halbzeit gemacht haben, sind sicherlich keine alltäglichen Fehler, die wir machen. Ich glaube, dann kann man nochmal neu sich darauf einstellen. Aber
Fußball ist kein Hätte, Wenn und Aber, sondern wir haben uns aufgebäumt in der zweiten Halbzeit. Ich denke, wir müssen auch das 2-1 machen. Beim Dachauer ein bisschen Glück, machen dann ja auch das 2-1. Ob das jetzt Abseits war oder nicht, können wir in der Bayernliga nicht so gut nachvollziehen, ohne den Videobeweis. Ist bei einer Standardsituation ist schwierig. Aber ich glaube, wir haben da Ansätze gezeigt, damit, dass wir das Spiel drehen wollen, auf jeden Fall. Und das haben wir wenigstens versucht, haben aber dann wieder Fehler gemacht im Spielaufbau, beziehungsweise auch hinten zu offen gespielt, um das dann wirklich auch durchzubringen. Wollen wir es ganz schnell abhaken aus den Fehlern, die wir da gemacht haben. Wie ich dich kenne, wirst du es wieder fein analysiert haben. Dementsprechend wirst du heute mit den Jungs auch nochmal Gas geben im Training. Was erwartet uns am Mittwoch? Geh zu Hause hier in unserem Seestadion gegen Bogen, die ja eine gestandene Bayernliga-Mannschaft ist. Ja, die sich auch nochmal verstärkt hat. Sie haben ein bisschen Verletzungsprobleme, was man so hört, aber sie haben sich in 1-1 erkämpft gegen Pullach, gegen eine sehr gute Mannschaft zu Hause. Ich glaube, dass sie herkommen werden und dass sie in den ersten zwei Spielen, ich sag mal, von Haus aus eigentlich nicht so groß mit was gerechnet haben. Aber ich glaube, sie haben jetzt ein bisschen runtergerochen, haben unser Ergebnis gesehen und haben sicherlich, wenn sie hier was mitnehmen wollen und auch wahrscheinlich vorrangig erstmal wieder einen Punkt. Und wir müssen gucken, dass wir diesen Abwehrriegel, den sie gut spielen, dass wir den knacken, dass wir vielleicht mal in Führung gehen, was uns zurzeit sehr, sehr gut tun würde, um so ein paar Blockaden noch zu lösen. Und dann müssen wir sehen, wie das Spiel läuft. Also höre ich raus, wie immer, willst du einen Dreier haben, was am Ende rumkommt, werden wir dann sehen. Aber können wir denn zumindest ein bisschen mehr Chancen sehen, ein bisschen mehr Offensivfußball, das, was die Mannschaft letzte Saison ausgemacht hat? Oder ist es das schon auch zu früh für wieder? Nein, was heißt zu früh? Die englischen Wochen, die tun uns sicherlich auch gerade weh. Also sagen wir mal, auch mit dem Kader zur Zeit, es fehlen immer noch welche, sie sind angeschlagen. Das ist was nicht von Vorteil ist, aber wir wollen natürlich nach vorne spielen. Also der Sieger zieht mal vorne. Kann man sagen, dein Schlachtruf, den du in der Regionalliga ausgesetzt hast, nehmen wir in der Bayernliga Süd wieder mit, von wegen, wir spielen offensiv und lieber gehen wir unter, als dass wir eine Abwehrriege spielen? Ja, nicht unter, aber... du weißt aber. Ja, also wir wollen offensiven Fußball spielen, wir wollen den Ball haben, ich will das Spiel bestimmen. Ich denke, wenn wir unsere Qualität wirklich abrufen können, dann ist das auch unsere Spielart. Und ich hoffe, dass wir mit der wieder erfolgreich sein werden. Ja, mit diesen Worten möchte ich mich auch verabschieden. Ihr habt es gehört, unser Trainer probiert wieder auch am Mittwoch voll Offensivgeist zu zeigen und bietet den Zuschauern auch einiges. Und somit hoffen wir auch mit zahlreichen Zuschauern. Bis dahin, auf Wiedersehen.